Das war doch locker zwei breit. Ja, dass du hier runterfällst, war klar, Pferd. Das war klar. Aber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, wir haben uns hier voll festgefahren. Nee, so, so. So, da lang. Vielleicht hier lang. Vielleicht da lang. Vielleicht hier. Wie man hier nirgendwo hochkommt, weil das Pferd einfach mal so fett ist, ey. Boah. Da krieg ich ausrasten. So. Jetzt wird es nämlich auch schon wieder langsam dunkel. Hurra. Jump da hoch. So. Fliegendes Pferd. Als 360 No-Scope in der Luft. Mit dem Pferd. Geht voll ab. Weil das Kamikaze fährt. Bam. So. Echt jetzt? Wegen dem ein Stückchen hier. Kommst du da nicht hoch? Ey, Das finde ich so schrecklich manchmal. Wer auf die Idee kam, oh, lass uns Pferde zwei Blöcke breit machen, damit das nirgendwo durchpasst. Ist zwar ein super schnelles Reittier, aber hey, scheiß drauf. Malle ist nur einmal im Jahr, ne? Also, na, eigentlich ist Malle das ganze Jahr über da. Also, Mallorca. Ja, für die, die sich jetzt wundern. Nö, nö. War ich da schon mal? Nö. Bin ich da hin? Nö. Interessiert mich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht. Wenn ich doofe Leute beim Saufen zugucken will, dann keine Ahnung, gehe ich selber saufen und gucke ins Spiel oder so. So nach dem Motto, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache und darum lassen wir das einfach. Hui! Okay, schöner Sonnenuntergang, muss ich mal sagen. Ach, was soll's jetzt hier, die Scheißachs. Oh. Kann man auch nicht schneller durch, ne? Die Minecraft-Musik beruhigt einen immer. Das ist schön. Und das Pferd regt mich auf! So, jetzt können wir weiter hier durch. Und der Sonne entgegen, dieser wunderschönen Minecraft-Sonne. Die ist so hübsch. Ein hübschig meine ich natürlich. Habe ich jetzt fast wieder falsch gesagt, wie so oft. Natürlich heißt das Wort hübschig und nicht hübsch. Nein, das heißt schon hübsch, aber hübschig ist auch ein hübschiges Wort. Das kann man nicht, also eigentlich ist es kein Wort, weil es dieses Wort... Doch, das Wort gibt es jetzt. So. Ruhe. Your argument is invalid. Denn ich habe hübschig gesagt. So ist es nämlich. Whee! Zauberpferd. Ganz cool. Aber bringt mir jetzt nicht viel. Obwohl, wenn du hier einmal im Wasser stehst, ne? Ich meine, mach das mal. Steh mal hier ein bisschen im Wasser rum. Rup. So, zack. Stellen wir hier nämlich ein bisschen Kram hin. Machen wir hier ein bisschen Holz. Zack. Und zapp. Zarap. Und plim und plem. Und legen uns erstmal genüsslich zur Nachtruhe hin, während uns das Pferd den Arsch entgegenstreckt. Aber dann wird es mal sauber, das ist auch okay. So, das nehmen wir mit. Und ich habe da hinten... Nein, das ist keine Kohle. Schade. Ich habe gehofft, es wäre Kohle. Was machst du da? Da oben ist aber Kohle. Da komme ich nicht ran, ne? Na egal. Scheiß drauf. Scheiß mal auf die Kohle. Und Creeper und Spinnen. Was hier schon wieder alles abgeht, ey. Ist das denn... Ist das ein Weihnachtsbaum-Creeper? Weg mit dir! Wuh, das war knapp. So, eigentlich wollte ich ja bloß mal ein bisschen... Alles kaputt klatschen. Ist auch eine Spinne. Ja, du bist auch eine Spinne. Zack, weg mit dir. Gibt es noch einen Faden oben drauf. Finde ich sehr freundlich. Da ist jetzt eine fette Lücke. Na ja, gut, das ist halt eine fette Lücke. Interessiert mich nicht. Okay, und wir haben wieder eine Ebene. Schön, ne? Standbild, geil. Dass das immer... Ich weiß nicht, was Minecraft da großartig laden muss. Aber okay. Weil so schnell ist das Pferd jetzt auch wieder nicht. Also da unser Gold, Pferd in der Goldrüstung war da wesentlich schneller, hatte ich so das Gefühl. Okay, ach, natürlich ist hier auch wieder auf der anderen Seite dieser blöden Ebene natürlich wieder so ein blöder Wald. Blöd, alles blöd. Pferd ist auch doof. Doof Pferd. Renn schneller. Nein, renn nicht schneller, renn langsamer. Ich würde das gerne regulieren können, das wäre schön.
Aber wenn man Shift drückt, steigt man ja dooferweise ab. Also, ich weiß nicht, ob Leute mit dem Spielprinzip von Herr der Ringe Online vertraut sind, aber da gibt es auch den berittenen Kampf und da kann man tatsächlich bestimmen, wie schnell das Pferd läuft. Das finde ich wiederum gut. Allerdings läuft das Pferd dann auch gerade einfach geradeaus immer weiter. Da stirbt schon wieder ein Pferd. Ja, so hält sich die Pferdepopulation hier einfach im Gleichgewicht. Von alleine. Oh. Hallo Hundis. Hühnchen. Back, back, back. Aber naja, das finde ich cool, wenn es hier jetzt auch sowas zum Regulieren gäbe. Wie schnell das Pferd rennen soll. Gibt es leider nicht. Plop, 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 plop. Okay, boah, wie das Pferd auf einmal losgeschossen ist. Ja, das ist halt, wenn man zu Fuß geht, wäre das nicht so. Das ist halt wirklich die Welt. Und das, obwohl Minecraft genug Ressourcen zur Verfügung hat. Also, bei Weitem. Das heißt, Minecraft hat fast alle Ressourcen zur Verfügung, die der Rechner hat. Also, das ist, keine Ahnung. Ganz großes Kino, Pferd. Ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Ja, bleib noch ein bisschen unter Wasser. Komm, hier, ich leiste Gesellschaft. Essen wir zusammen unter Wasser ein bisschen. Bisschen Steak. Was zur Hölle? Bist du doof? Ganz ehrlich, was war das denn jetzt für eine Aktion? Hätte das Pferd verdient. Ganz ehrlich. So wie mir das schon den ganzen Tag auf den Sack geht. Hätte es das verdient. Aber wir sind ja Pferdefreunde. Haupttierfreunde in Minecraft. Hier haben wir zum Beispiel auch gerade einen Hammel in der Hand. Das hat es auch schön warm, keine Frage. Und dementsprechend natürlich, ne, Tierfreund. Durch und durch. Also vor allen Dingen das Hammel ist durch. So, kann man hier irgendwo vernünftig auf die andere Seite? Da ist ein schöner Übergang, den nehmen wir. Oder? Naja, schön ist er nicht, aber zweckmäßig reicht. Sehr schön. So. Ein NPC-Dorf und ein Märchenwald, oder? Ist das Märchenwald? Das ist ein Märchenwald. Ja, das ist ein scheiß Märchenwald. Ach, Kacke. Nein, schon wieder ein Märchenwald. Ich wäre bekloppt. Naja, aber ein NPC-Dorf mit einer Schmiede. Hui. So, das, du bleibst mal hier. Ich gehe mal ein bisschen rumgucken. Check. Hallo, liebe NPCs. Na, alles cool bei euch? Finde ich klasse. Lasst mal in eure Schmiede gucken. Hab ich da gerade... Das sind auch Märchenwaldbäume. Ich will nur mal gucken. Nur mal gucken. Hm. Toll. Brot. Äpfel. Und Blödsinn. Kann ich alles leider nicht gebrauchen. Diamanten wären mal cool, wenn ihr sowas da hättet. Hallo. Ich verkaufe Fleisch. Haben Sie Interesse an Fleisch? Na? Oder Dreck? Ich sehe, Sie sind ein Freund von Dreck mit Gras überwachsen. Da kann ich Ihnen besorgen. Okay, dann eben nicht. Gut, also... Bringt hier alles auch nicht viel. Schade. Das NPC-Dorf ist recht mager, was die Ausbeute angeht. Da können wir auch bei uns zu Hause lieber gucken. Hm? Selber? Hm. Leider haben wir auch jetzt nicht genug... Bücherei. Nicht genug, genau. Au. Okay, hier ist wieder eine Schlucht. Warum sind hier so viele Schluchten? So voll frech. Nein, nicht genug Kohle dabei, als dass wir vernünftig handeln können. Beziehungsweise auch nicht genug Eisen. Das haben wir ja schon alles verhandelt. Ich glaube, verhandelt ist in diesem Sinn, glaube ich, das falsche Wort. Wir haben es ja weggehandelt, wäre, glaube ich, richtiger. Aber verhandelt würde eigentlich richtig passen, aber das dann wiederum nicht, weil, naja, keine Ahnung. Gut, wir begeben uns halt auf jeden Fall hier vom NPC-Dorf weg. Sind hier über eine kleine Schlucht drüber gesprungen, auch cool. Ja, habe mich in dem Moment gerade am Auge gekratzt, aber naja, egal. Passt schon. Oh, noch ein NPC-Dorf, noch eine Schmiede. Ja, da gucken wir doch auch rein, oder? Ja, wenn die Schafe da sagen, ja, oder geht, dann geht das wohl. Und haben einen Birkenwald. Ist auf jeden Fall schon mal was anderes. Aber ich suche ja eigentlich einen Dschungelwald. Wald. Wald. Okay. Wir gucken mal.
Hallo. Gold nehme ich mit, das ist okay. Der Rest ist ziemlicher Quark und den braucht man nicht. Schade. Gut, weiter, oder? Ja. Was sagt die Sonne? Wo ist denn die Sonne? Die geht gerade schon unter. Und wir würden ja dann in die Richtung wollen. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, die Folge zwischen 25 und 30 Minuten. Das wird die wieder so lang und dann können wir sie... Ich will jetzt auch nicht wieder in zwei Teile teilen. Ich mag das eigentlich nicht. Wir gehen mal weiter. So. Ich hoffe, das passt dann auch von der Folgengröße. Hey, heppala. Ach toll, Lava. Da hätte man fast reinrennen können. Das wäre toll gewesen. Meine Güte. Da hätte ich mich bestimmt gefreut. Okay. Zwei Biome. Ja, dann gehen wir doch zwischen den zwei Biomen lang, oder? Einfach so, weil wir es können. Und weil das Pferd gerade übel abgeht. Das läuft zwar... Es wird schon langsam kritisch hier, habe ich so das Gefühl. Was läuft 2 Meter? Bleib stehen. 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 Oh, wie der Wald hier ineinander übergeht, ey. Warum muss da eigentlich so ein Tal dazwischen sein? Und ein Fluss und ein See oder was das hier ist? So ein kleiner Waldtümpel ist das ja mehr. Ist ja weniger ein See als mehr ein Tümpel. So. Hier immer auf der einen Seite Fichten. Nee, nicht Fichten. Birken. Auf der anderen Seite... Aua! Okay, da geht's also nicht lang. Also nicht so, wie wir das wollen. Wo hängst du, Pferd? Du hängst gar nichts. Das hat einfach bloß wieder... Okay. Wird hier wahrscheinlich umkreist, der Märchenwald von den Birken, habe ich so das Gefühl. Ist echt so. Hammer. Okay, dann fallen wir da halt runter. Das macht auch Spaß, keine Frage. Hui. Jo, runterfallen. Voll das Hobby von mir. Ja? Ich mag nicht nur lange Spaziergänge am Strand. Nein, ich falle auch gerne irgendwo die Berge runter. Mein zweites geheimes Hobby. Mhm. Wer hätte das gedacht? Gehen wir so rum. Ist einfacher. Pff, fliegender Zombie. Auch geil. So. Schaffen wir das jetzt, ohne in die Lava zu fallen? Das ist ja grandios. Wir kommen auch ein bisschen von unserem Kurs ab, von unserem eigentlichen, den wir gehen wollten. Aber nur ein bisschen. Nur ein kleines bisschen. Und finden schon wieder einen Sumpf? Was? Echt jetzt? Oh. Warum ist danach immer ein Sumpf? Aber es ergibt sich so ein gewisses Muster an dem Biom, oder? Aber halt immer kein Dschungel dabei. Das finde ich ist die freche Geschichte bei der Sache. Und ich meine, ich hatte jetzt zu Testzwecken auch mal ein Biom erstellt gehabt. Oder nicht ein Biom erstellt, sondern ein... eine neue Welt erstellt gehabt, auch mit großen Biomen. Ja, obwohl, das hat sich ja mittlerweile geändert, also das war ja, wir haben ja die Welt noch in der 1.7 erstellt. Oder? War das da sogar noch früher? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall vor langer, langer Zeit, viele Monde her, wo wir die Welt erstellt haben. Und da waren die Einstellungen ja noch ganz anders als bei 1.8 haben die sich ja dann komplett geändert. Naja, ich würde sagen, wir nutzen diese kleine Unterbrechung und gehen in die nächste Folge. Das bedeutet natürlich für euch, ist die Unterbrechung ein kleines bisschen länger, aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Ich denke, wir werden trotzdem irgendwann diesen Dschungel finden. Ich baue mir in der Zeit jetzt hier noch so eine kleine Werkbank. Ich schmeiße ein bisschen Steine weg, platziere die Werkbank, haue noch ein paar Holzdinger rein, noch ein bisschen davon, baue mir ein Bettchen. Nehmt das wieder mit und geh erstmal pennen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Minecraft. Bis dahin, haut's rein und jetzt ist die Sonne da. Zauberei. Ciao, ciao.